grüße Sie, meine Damen und Herren. Zurzeit wird der Aktienmarkt sehr stark von den Entwicklungen an den Devisenmärkten beeinflusst. Nachdem der Euro unerwartet stark in das Jahr gestartet war, verlor er in den letzten Wochen gegenüber dem US-Dollar deutlich. Inzwischen ist der Euro-US-Dollar-Wechselkurs wieder auf dem Vorjahresniveau angekommen. Fast spiegelverkehrt hat sich übrigens der DAX entwickelt. Denn ein schwacher Euro ist gut für unsere Exportwirtschaft und damit gut für den DAX. Ob der Euro weiter zur Schwäche neigen wird, will ich heute von unserem Devisenexperten Ulrich Leuchtmann wissen. Guten Abend, Herr Leuchtmann. Hallo, Herr Timmermann. Schön, dass Sie da sind. Sie hatten ja recht am Jahresanfang. Am Ende ist der Dollar jetzt doch stark geworden. Bedeutet das, dass Sie in Ihrem persönlichen Devisenportfolio noch mehr Dollar nachgekauft haben? Na, ich habe die Dollarposition verändert, aber ich habe sie tatsächlich reduziert. Ein bisschen Gewinnmitnahme. Wir hatten ja letztes Mal die Position erhöht bis auf 25%. Ich fahre sie jetzt wieder zurück auf 20%. Denn es lief sehr glatt, es lief sehr gut und lief sehr schnell für den Dollar. So gut wird es nicht weiterlaufen. Es könnte wieder Rückschläge geben, es könnte Seitwärtsphasen geben. Und von daher wird es ein bisschen holpriger, glaube ich. Ich habe noch die Dollarposition, aber nicht mehr ganz so aggressiv wie letztes Mal. Das überrascht mich jetzt doch. Was ist denn jetzt konkret Ihre Prognose fürs Jahresende? Die Prognose ist gleich geblieben. Mein Jahresendziel ist immer noch die 1,16 in Euro-Dollar. Mit Euro-Dollar wird es noch runtergehen. Deshalb ist der Dollar noch eine attraktive Währung. Aber wie gesagt, auf kurze Frist nach dieser extrem starken Rallye, die wir jetzt gesehen haben, mag es auch mal Rückschläge geben. Da muss der Markt einfach mal wieder durchatmen. Und das ist jetzt nicht eine Phase, eine übergroße Dollarposition zu fahren, sondern so, wie wir sie vorher, früher auch hatten, vor Februar. 20% ist, glaube ich, angemessen für diese Phase nach dieser deutlichen Dollar-Rallye. Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Mittelfristig sehen Sie dann eher sehr schwachen Dollar? Ja, im langen Chart tatsächlich sehen wir, Euro-Dollar geht wieder hoch. Also da setze ich wieder auf Dollar-Abschwächung, denn mittel- bis langfristig existieren Risiken für den Dollar. Kurzfristig wirkt die Geldpolitik der USA einfach und überlagert alles andere. Aber langfristige fundamentale Risiken sind da. Warum sollte das denn passieren? Die Zinsdifferenz ist doch so groß wie nie zum Euro. Ja, die Zinsdifferenz ist groß und das führt momentan zu einer Aufwertung des Dollars. Wenn wir aber erstmal bei 1,16 sind, ist das auch irgendwann mal durch. Und dann sind halt diese langfristig fundamentalen Faktoren wieder relevant. Ich habe Ihnen hier die Vermögensposition der USA abgetragen. Positiv hat die US-Volkswirtschaft Forderungen gegenüber dem Rest der Welt, negativ hat sie Schulden. Sie sehen, es rutscht immer weiter in den negativen Bereich. Bei -50% sind wir fast. Die US-Volkswirtschaft muss ein halbes Jahr arbeiten, um ihre Schulden gegenüber dem Rest der Welt abzutragen. Das ist sehr viel. Und das hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Ausnahme war 2017, wo es wieder ein bisschen nach oben ging, aber nur, weil der Dollar schwach war. Wenn der Schuldenstand der USA zu hoch ist, tendiert also der Dollar zur Schwäche. Und irgendwann wird auch das wieder ein Problem. Die Geldpolitik wird das übertünchen in nächster Zeit, aber kann es nicht ewig übertünchen. Also mittelfristig ist der Dollar keine Alternative. Wie sieht es denn beim Pfund aus? Ist der durch das Brexit-Thema im Moment besonders geschwächt? Sollte man da einsteigen? Ja, der Pfund ist durch das Brexit-Thema geschwächt und langfristig kann man vielleicht über das Pfund nachdenken, aber jetzt gerade noch nicht, weil Brexit, das ist halt noch nicht durch. Der Markt hat es lange ignoriert, hat gedacht, wir haben noch viel Zeit bis zu einer Einigung. Es muss aber bis Oktober langsam mal eine Einigung auf den Tisch, denn 2019 beginnt schon die Übergangsphase und da gibt es noch viele offene Fragen. Das könnte dazu führen, dass der Markt noch mal deutlich zu Pfundschwäche tendiert. Bestenfalls geht es seitwärts in Euro-Sterling, also sowieso nicht sehr viel Aufwärtspotenzial. Und deshalb ist meine Message momentan, Finger weg vom Pfund, momentan wenigstens. In Ihrem Portfolio hatten Sie noch die schwedische Krone drin, auch nach wie vor. Warum eigentlich? Ja, die schwedische Krone, ich bin gar nicht so super optimistisch auf die schwedische Krone. Können wir vorstellen, dass es da auch nur seitwärts geht gegenüber dem Euro. Aber wenn der Euro stark geht, wenn ich also falsch liege mit meiner Ansicht, dass der Euro in nächster Zeit auch eher zur Schwäche tendiert, dann die Schwedenkrone deutlich besseres Potenzial als der Euro. Also ein bisschen Versicherungsposition gegenüber meiner Euro-Sichtweise. Alles klar. Vielen Dank, Herr Leuchtmann, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, wie immer haben wir alles für Sie zusammengefasst im Skript zur Sendung. Und das ist bereits schon im Internet für Sie hinterlegt. Nächste Woche geht es weiter mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Und ich werde ihn fragen, ob die schlechteren Wirtschaftsdaten in Europa zu einer Änderung in der EZB-Geldpolitik führen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Comstage Alpha Dividenden ETFs.
Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Der Blog zu den ETFs unter www.etf75alpha.de.